Willkommen zurück zu den geheimen Abenteuern von Kercherboy und seinem treuen Gehilfen Wasserstrahlhorst. Laubsauger Henry, hätte ich jetzt gesagt. Laubsauger Larry, finde ich super. Laubsauger Larry, jawohl. So, Laubsauger Larry und die Kimme des Todes. Ich finde es. Apropos Kimme des Todes, hier, Baal und so. Ja, total Baal. Ich finde es super, wenn Kercherboy statt Armen halt so zwei Hochdruckreiniger-Teile hat. So Düsen, das war das Wort. Ja, da könnte er dann auch mit seinen eigenen Armen so Wasserstrahlrückstoß, Jetpack-Action machen. Ja, geil. Pseudo-Rocket-Jump. Und Laubsauger-Larry könnte sich natürlich dann an sämtlichen Oberflächen mit seinen Laubsaugerhänden festhalten und so hochkriechen. Ja, wenn er genug Saugleistung hat. Na klar. Well, if he sucks enough. Wenn er schon Larry heißt, dann hat er auch genug Saugleistung. Ach Gott, die fünf Waves davor noch, die kriegen wir doch voll auf die Fresse. Sehr guter Satzbau. Dieser Satz kein Bau. Die machen ja Schaden. Naja. Sind ja auch mal so in einer der letzten Ebenen des Spiels. Gott, hoffentlich kriegen wir bei Baal nicht so mies auf die Fresse wie bei Diablo. Ich glaube nicht. Na, kicken wir mal. Ich fand Diablo eigentlich immer schwieriger als Baal. Ah, kommt doch drauf an. Aber gut. Diablo macht halt auf jeden Fall fett mehr Elementarschäden. Und hat mehr Lebenspunkte. Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das wage ich zu bezweifeln. Wahrscheinlich macht man einfach nur deutlich mehr Schaden, wenn man bei Baal ist. Das kann sein. Da ja zwischendurch auch nochmal so... Gott, also wir waren mit Level 26 bei Diablo, sind wir seitdem halt auch mal 6 Level aufgestiegen. Fängt er einfach an zu brennen. Ich glaube, ich brenne. Oh, hier geht's auch schon runter. Das ist doch geil. Finde ich nice. Sweet. Sweet. Ein geheimer Pornokeller. Komm in Barts geheimen Pornokeller. Warte nur auf die stygischen Huren, die hier rumfliegen. Gott, hoffentlich gibt's hier nicht hier Knochen... Gott, wie heißen die Viecher denn? Knochenlarrys? Diese kleinen, roten, stygischen Puppenabklatschviecher. Ich weiß gar nicht, wie die hier unten heißen. Wir werden es erleben. Die stygischen Huren heißen hier leider auch stygische Brut. Bedauerlich. Das stimmt. Stygian Fury. Fury? Ich hätte jetzt auf Wrath getippt, aber okay. Ich bin ein Todeslord. Kein Codelord, keine Ahnung. Ja. Kristallschwert mit. Ah, zwei Sockel. Scheiße. Ja. Das wäre es jetzt noch gewesen. Bedauerlich. Da lacht einer. Echt? Bei mir nicht. Aber ich glaube, es ist auch einfach mein NPC-Bug. Baal kann nicht mehr lachen. Oh, da kommt auch mal direkt die erste Wave. Baal hat nichts zu lachen. Nee, definitiv nicht. Es kommt doch gleich Gift, ne? Ja. Und zwar nicht eben wenig. Und Kälte. Ich habe nämlich sogar noch ein Antidot-Elixier. Oh, ja, ich nicht. Ich weiß, wer gleich verrecken wird, unsere Söldner. Aha.
Na? Zweite Wave, bitte. Wave. Da kommt sie auch schon. So, und das Einzige auf dem Screen, was nicht vergiftet ist, bin ich. Oh, meinem Söldner geht's erstaunlich gut. Meinem auch. Nur mein Golem hat's hingerafft. Wer hätte das erwartet? Kann ich hier... Ach Mist, das platzt ja alles weg. Uah, Hilfe. Gott, fette Hydra-Party. Jetzt ist auf jeden Fall mein Söldner tot. Meiner noch nicht. Ich glaube, macht's auch nicht mehr lange. Dafür sind bei mir drei Skelette abgespackt. Ich bin gar kein Wolf mehr. Mein Geist ist auch tot. Ich bin gar kein Wolf. Oh, mein Söldner hat es total überlebt. Ich bin entzückt. Ich bin entzückt. Hingegen nicht entzückt, dass ich einen crappy Bogen aufgesammelt habe. Venta. Ich bin ein Giftlord. Kein Stiftlord. Kein Stiftmord. Die machen mir erstaunlich wenig Schaden bisher. Mir auch, was aber auch daran liegt, dass ich einfach keinen Schaden kriege, weil ich ganz hinten stehe. Der ist geplatzt. Egal. Oh, Mana-Trank. So ein Mana liegt noch oben. Sehr schön. So, jetzt kommen noch hier die Mini-Diablos. Richtig. Ist das ein Helm, den ich tendenziell meinem Söldner geben könnte? Ja. Wobei, da könnte ich natürlich auch fast mal Iron Maiden draufcasten. Auf den Helm? Nicht auf den Helm, auf die Gegner. Ach so. Caste dir auch gleich mal Iron Maiden auf den Helm, Alter. Wobei, ist irgendwie nicht so geil. Hier altern. Ist das Baal himself? Alter, ja, das ist Baal himself. Stirbt hier auch mal was? Außer deinem Geist? Ich würde mich ganz gern was wiederbeleben. Da hinten ist gerade was gestorben. Kann ich aber nicht targeten. Scheiße. Mist, die kann ich in der Tat nicht wiederbeleben. Ich kann nur Skelette draus beschwören. Das ist schade. Die sind wahrscheinlich zu ultra. Wobei, eigentlich müsste ich das doch. Ich guck gleich nochmal. Vielleicht war doch einfach zu viel los. Keine Minions wiederbeleben. Aber... Ah ne, hier liegt doch einfach nichts. Platzt alles gleich weg. Ja. Alter, scheiß Wegstoßung hier. Stirb doch mal, so. Nee, ich kann sie in der Tat zum Wiederbeleben nicht anwählen. Schade eigentlich. Lister the Tormentor. Ja, ist gut, dass du überhaupt Hitpoints. Mhm. Sagen gut, dass das überhaupt nicht lange dauert hier. Muss auf jeden Fall gleich nochmal Tränke kaufen. Mhm. Mhm. Normalerweise würden wir jetzt gar nicht Baal machen, sondern erstmal Baal Run so bis Level 45. So, der ist auch tot. Okay, jetzt gehe ich mal eben in die Stadt. Na toll, lass mich ruhig alleine hier. Mit meinem Söldner. Kannst auch mal was machen. Fluche die ganze Zeit schon fleißig. Und dein Ohrenstäbchen schwingen. Die Viecher es gar nicht einsehen, meinen Söldner anzugreifen, ne?
Scheiße. Das war das Zweisauglückkristallschwert. Bedauere ich. So, ich muss aber gleich auf jeden Fall auch nochmal. Lass nochmal kurz zum ersten Wegpunkt. Gar nicht für die XP, aber dann kann ich nochmal Skelette beleben. Ah. Ich habe nämlich exakt nichts mehr, außer meinem Söldner. Ist noch ein Mana Potion. Ja, ich habe schon 6 Stück, das sollte, denke ich, reichen. Okay. Hier lieber nochmal 2 Heiltränke mit. Krass, dann haben wir es ja gleich. Ja. Naja, gut, mal gucken, wie zügig wir jetzt sind, ne? So, also ich bin total hier. Ich bin hier, du bist hier, Gypsy ist hier. Ah, Moment. Wir haben doch keine Zeit. Oh, hier ist Frostfrost. Was? Wo bist du jetzt? Eishochland. Ach so. Oder wo bist du? Ach, du bist zum Frostfluss. Ich war erst im Turm. Ach so, ja, können wir auch machen. Wo bist du jetzt? Achso, ich kann natürlich einfach gucken. Harrogard, okay. Ja, nee, Weltsteinturm waren die Viecher, glaube ich, so scheiße Level 2. Ab zur Tundra. Zur gefrorenen Tundra, okay. Nur gedacht, weil beim Eishochland halt direkt die Viecher stehen. Und ja, hier waren wir doch schon, dieses Spiel. Ah. Ja, aber Eishochland waren wir auch schon, scheiße. dann lass mal... Harrogard rausrennen? Stimmt, da waren wir noch nicht. Und für Skelette ist es ja eigentlich auch egal, aus was ich die belebe. Ja. Macht es beim Eisengolem eigentlich einen Unterschied, ob du das aus irgendeiner coolen Waffe castest? Ich glaube ja. Also wirkt sich, glaube ich, dann in der Tat auf den Schaden aus. Ja. Nicht genug Mana. Ich brauche Mana. So, das müsste es ja eigentlich schon. Genau. Jetzt einfach mal mit Söldner 13 Minions. Den könnte ich eigentlich nochmal schnell wiederbeleben, Mann. Ja. Die Aura ist ja für dich auch extrem praktisch, wenn ihr halt mehr Angriffswert macht, triffst du halt öfter. Ja. Ich kaufe mir eben nochmal Mana Potions nach. Ach, jetzt habe ich auch hier Rahl Ortal gekriegt von Dingens. Oh, stimmt, mit dem habe ich auch noch gar nicht gequatscht. Seitdem. Seit diesem Vorfall. Der ist eh nicht mehr so gut auf mich zu sprechen. Jetzt habe ich hier schon zweimal Rahl Ortal rumliegen. Kannst du mir eins wiedergeben? Kann ich mir nämlich Ort-Rune zu einer Tool-Rune hochcuben und hab dann auf jeden Fall schon mal die Sachen für Spirit komplett. Ja, warte. Ich komm zur Truhe. Wobei, ich habe ja jetzt auch selber eine Ort-Rune bekommen, ne? Aber egal. 1, 2, 3. So, wo habe ich denn Talruhen? Gerade nirgends, okay. Da wir. Ich glaube, ich kaufe gleich nochmal ein paar mehr Potions. Ist vielleicht nicht so verkehrt. Alter. Da fällt mir ein, wir könnten natürlich auch mal gucken, wenn du ein weißes Breitschwert siehst, sag mal Bescheid. Okay. Gott, was mache ich denn hier gerade? Das war ja total sinnlos. Weil Breitschwert kriegt nämlich maximal 4 Sockel, dann kann ich das einfach zu Lasuk geben.
Ja. Ach so, du bist schon durch. Hier liegt nicht zufällig eins, oder? Nein, schade. Ich fürchte nein. Lass hier mal beide einen TP aufmachen. Ah, Gott, jetzt fängt natürlich an, meine Maus rumzuspacken. Unfassbar. So, was mache ich denn bei dem guten Herrn Altern? Altern wäre auf jeden Fall ganz gut. Ja. Na, ich guck mal, ob ich Altern oder Iron Maiden mache. Schauen wir mal. Gut, dann von mir aus Onwards. können wir. Ach so, jetzt sind die Wiederbelebten natürlich inzwischen längst tot, aber egal. Scheiß drauf, wir machen den platt. Wie die Skelette einfach nicht an Land kommen, weil die ganze Zeit die Tentakel hauen. Alter, ich gehe kaputt. Alterer du Biest. Altern, nicht eitern. Irgendwie nicht so effektiv, oder? Kriegt immer noch ein bisschen schneller Schaden als Oh. ich übrigens auch. Ich probier's einfach mal mit Iron Maiden. Läuft. Ja, das macht mehr. Wirklich schnell ist aber auch anders. So krass, ich habe ja irgendwie noch mal ein bisschen mit meinem Dream Paladin gespielt nebenher und also ich meine, es gibt natürlich immer noch Chars, die deutlich mehr Schaden machen, aber dafür, also der haut halt Diablo auf Hölle, keine Ahnung, in 5 Sekunden platt. Wenn überhaupt. Oh, meine ganzen Skelette sind tot, schade. Das war wahrscheinlich die Bodenwelle. Ja, ich muss auch gleich noch mal Dinge kaufen. Brauchst du Tränke? Ja. Warte, ich kann dir welche droppen. Da liegen mal so 6 Stück. Ja, das ist nice. Ah, die Tentakel machen nicht eben wenig Schaden. Ist nicht zu verachten. Na, Hälfte haben wir. Trügerischer kurzer Name. Probier's mal mit verstärktem Schaden. Vielleicht bringt das Mach was. mal. Muss mal kurz zurückziehen, bis der Trank gewirkt hat. Geht noch besser, würde ich sagen, oder? Hätte ich mal vorher machen sollen. Na, egal. Au. Tentakelparty. Tentacle Porn. Dein Söldner ist tot. Ja. Muss es, glaube ich, auch doch noch mal Tränke kaufen. Unschön. Also ein paar habe ich noch. Ah, okay, nee, geh. Geh lieber welche kaufen. So viele habe ich dann doch nicht. Versuche ihn so lange mit Altern irgendwie auf Distanz zu halten. Bei Laune zu halten. Ja, nein, er hat sich verdoppelt. Der Nazi. Fassbar. Das ist jetzt natürlich uncool. Gedacht, da kommen wir vielleicht drum rum. Oh. Alter, scheiß Frostwelle. Die nicht so einen Rückstoß hätte, wäre die auch irgendwie deutlich angenehmer. Richtig. Krass, ey. Mein Geist ist schon wieder tot. Ich habe schon wieder 4 Tränke verbraucht. Du sagst noch, Diablo wäre einfacher gewesen. Finde ich ehrlich gesagt immer noch. Weil bei Diablo bin ich fünfmal Du meinst, gestorben. Diablo wäre schwerer gewesen. Ja, okay, aber auch halt nur, weil Diablo halt so krass Widerschaden macht. Elementarwiderschaden. Okay, Nummer 1. Nicht genug Mana. Nicht genug Mana. Wehe, der verdoppelt sich jetzt nochmal. Wehe, der droppt nichts Gutes. Okay, ich brauch
der Tränke. Ich will mindestens einen Sigon-Teil. Oder hier, Na? Frostbrand oder Magierfaust. Das ist hier keine Wunschliste. Ja, aber schön wär's trotzdem. Das ist richtig. Alter, wie man Söldner auch einfach nur die scheiß Tentacles angreift, ne? Das ist... Da geht der Geist dahin. Ich mach dir mal einen TP, dann musst du nicht... Ach, so ein Nazi, Alter. Der macht auch Mana-Brand, oder? Mhm. Dieser gelbe Strahl. Ist so alles nicht wahr hier. Jetzt brauche ich Tränke. Dann, warte. Ich mach mal hier eins auf. Vielleicht wechsle ich doch nochmal auf meinen Live-Lead-Schlag. So langsam wird's doch was. So, das war der. Nee, der klont sich jetzt nochmal, dann bin ich sauer. Ich treffe auch nichts mehr, ey, das gibt's doch nicht. Ich will doch nur künstlich die Folge in die Länge ziehen. Ja, weil dann sollten halt tot ist und die Aura fehlten. Ja. Alter. Frostfotze, ey. Ich treffe echt überhaupt nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, mein Söldner trifft auch nicht so richtig. Bring deinen Söldner mal wieder mit. Ja, ah, zu spät. So. Hier hinten. Wie es nervt. Kann doch nicht sein, dass er jetzt hier 10 Minuten auf seinem letzten Fitzel da rumhängt. Wie schnell er einfach den Golem toastet, ey. Necro einfach zu fein war, auf ihn verstärkter Schaden zu casten, nur weil ich hinter so einem scheiß Kristall stand. So, jetzt aber. Na, komm schon. Alter. Na, und der platzte einfach. Und droppt nur Scheiße. Unglaublich. So, Stab ist kacke. Helm Nummer 1 ist kacke. 2 zur Schattendisziplin, super. Und Helm Nummer 2 ist kacke. Das Schild ist auch nicht toll. Uncool. Naja, aber wie das halt so ist, ne? Slayer Brotgolem. Forsthorst. Slayer Forsthorst. Großartig. Aber das würde ich trotzdem als Erfolg bezeichnen. Ja, definitiv. Wir müssen jetzt auch noch eine Sache machen. Oh. Und zwar? Hier kein Passwort eingegeben? Oh, tatsächlich nicht.
Spam-Party. Erstmal diese Folge beenden, die ist jetzt nämlich schon 25 Minuten lang. Und dann steht in der nächsten Folge noch was an, was wir in der nächsten Folge verraten. Okay. Vielen Dank fürs Zugucken bis dato und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss. Tschüss.